Hallo, ihr Lieben. Habt ihr mich erkannt? Ich bin's, der schlaue Ochs. Bestimmt kennt ihr mich schon aus den Jenaer Wäldern. Naturerlebnisregion war der ursprüngliche Name. Später wurde daraus Natura Jenensis, der Name, der jetzt aktuell allen bekannt ist. Ursprünglich hat das mal angefangen damit, dass wir für den Stadtforst Jena, unseren Kunden, den Saurierpfad visualisiert haben. Ein preisgekrönter Wanderpfad, hat den Thüringer Tourismuspreis bekommen. Und das war der Grundstein, wo der Stadtforst und die ganze Stadt Jena gesagt hat, wir brauchen mehr davon. Es muss eine ganze große Erlebnisregion entstehen. Es muss eine Vielzahl von solchen Lehrfahrten geben, auf denen ich wandeln kann. Und jetzt haben wir neben dem Saurierpfad einen Wanderweg, bei dem es um die Natur geht. Es geht um Napoleon und es geht um das Mittelalter, den Pfad der Autoren. Und jetzt ist es so, wenn ich also an einem Pfad stehe, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal die Napoleonpfad. Ich habe die Möglichkeit, da lang zu laufen, komme an verschiedene Stationen und kann dort mir Elemente in Augmented Reality aufrufen. Das heißt, ich projiziere digitale, dreidimensionale Objekte in meine reale Umgebung. Ich schlage eine Brücke, ich vermische die digitale mit der analogen Welt. Und auf einmal erscheint vor mir, ich nenne es mal als Hologramm, Napoleon und erzählt mir was über die Schlacht, was er sich damals gedacht hat, was damals passiert ist. Und ich kann tief eintauchen, auch in Form von Augmented Reality, aber auch Panoramen, mir verschiedene Ereignisse aus der Vergangenheit anzuschauen. Ich kann mir genauso aber auch anschauen, wie sieht ein Wildschwein aus, was hier in den Wäldern lebt? Wie sieht ein Reh aus? Wie bewegen sich die Tiere? Wie sieht das Zuhause von einem Eichhörnchen aus? Und diese Möglichkeit habe ich digital aufzurufen. Ich werde begleitet durch einen Audioguide, durch Panoramen, durch 3D-Elemente mit Augmented Reality und kann so eine Vielzahl von Sachen direkt erleben. Die App ist dabei keine Pflicht. Man kann diese Fahrte auch komplett analog erleben. Ich kann diese Fahrte begehen, kann an den Stationen ganz viel erfahren. Wenn ich aber diesen digitalen Begleiter in Form der App habe, habe ich Möglichkeit, noch viel mehr Informationen aufzurufen. Ich kriege dann per Augmented Reality Sachen zum Leben erweckt.